About the Mind. Dein Psychologie-Podcast. Sei dabei, wenn Tonka und ich mit Expertinnen und Experten über die Psyche reden. Und über alles, was uns sonst noch so durch den Kopf geht. Herzlich willkommen bei der neuen Folge von dem Podcast About the Mind. Heute sprechen Marie und ich mit Vera Bormann. Marie und Vera kommen beide aus dem Bereich Philosophie. Und Vera ist eine Expertin in dem Bereich Embodiment und Wahrnehmung. Nicht nur, sie ist noch eine wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Freiburg und Gründerin von Miyomi. Es ist eine Plattform, auf der sie ihren Ansatz zu Embodiment entwickelt, lehrt und präsentiert. Wir tauschen uns genau über diesen Themen aus und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Super. Herzlich willkommen, Vera. Wir sind sehr froh, dass du heute jetzt mit uns das Interview durchführst. Ich würde dich bitten, dich für das Publikum kurz vorstellen mit ein paar Wörtern. Danke euch für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute bei euch dabei sein darf. Ich bin die Vera Bormann, und ich beschäftige mich sehr viel mit Meditation, mit Coaching, bin auch Workshopleiterin. Und komme ursprünglich eigentlich aus der Philosophie und aus der Kulturwissenschaft und habe nach dem Studium eigentlich mich sofort selbstständig gemacht. Und das mache ich jetzt eigentlich seit 2017, 2018. Und ja, genau, also ich versuche für mich so ein bisschen diese, erstens mal verschiedene Methoden zu verbinden und eben auch verschiedene Ansätze, also diese Beschäftigung mit dem Geist, mit Bewusstsein, einmal aus der westlichen Philosophie, also aus der westlichen europäischen Tradition zusammenbringen mit der östlichen. Das war ein ganz, ganz großes Thema für mich sehr lange. Und ja, in der letzten Zeit ist es auch sehr viel mehr Coaching geworden, also dass ich wirklich in ein praktisches Philosophieren sozusagen komme mit den Menschen und da ja die Methoden, die uns einerseits Coaching und aber auch Philosophie und Sozialwissenschaften an die Hand geben, dass ich das versuche zusammenzubringen. Super spannend. Wie bist du auf diese Verbindung zwischen der westlichen Philosophie gekommen und die östliche? Was hat dich da fasziniert? Ich habe während meinem Bachelorstudium Descartes gelesen. Und wie alle wahrscheinlich. Wie alle und jeder, genau. Und es war für mich, also diese in Anführungszeichen recht platte Auslegung mit diesem, ja, da sitzt dieses Männchen im Kopf und lenkt dann den Körper und der Logos ist toll und der Körper nicht, konnte ich für mich einfach intuitiv nicht so viel damit anfangen. Also dieses, was sich wirklich durch die europäische Tradition so ein bisschen durchzieht, dieses der Körper als Beiwerk sozusagen von diesem Geist oder Logos oder von der Ratio, hat für mich eigentlich nie so wirklich gestimmt. Aber ich habe es lang nicht ordnen können, warum. Und bin dann in einem Antiquariat auf ein Buch gestoßen über indische Philosophie. Und da kam ich zuerst mal mit diesen Begriffen wie Holismus oder so in Berührung. Und dass der Geist und der Körper gemeinsam als Vehikel oder als Wahrheitsträger sozusagen gesehen werden. Und dann dachte ich, wow, das ist spannend. Und dann war ich eigentlich schon gehuckt. Und habe mich ja tatsächlich dann auch mal nicht nur schreibend, sondern auch physisch so richtig mit dem Körper nochmal mit Yoga auseinandergesetzt. Ja. Und irgendwie bin ich nicht mehr davon losgekommen. Und war es bei dir auch so, dass... Sorry. Nee, Maria. War es bei dir auch so, dass innerhalb des Studiums da wenig Informationen kamen, so über die östliche Philosophie und so weiter? Oder war das auch ein Teil deines Philosophiestudiums? Weil meine Erfahrung ist so, dass das ganz wenig vorkam in meinem eigenen Philosophiestudium und ich das eigentlich ganz ähnlich wie du, war ich auch irgendwie so, dieser Dualismus hat mich immer schon irgendwie irritiert, aber das war dann alles so autodidaktisch, dass ich mir so was angelesen habe über die Buddhismus und andere östlichen Philosophien. Und ich finde es nach wie vor erstaunlich, dass
ja, diese Trennung so besteht und da es relativ wenig Brückenschläger immer noch gibt zwischen westlicher und östlicher Philosophie. Es würde mich einfach, gerade in der akademischen Philosophie, es würde mich einfach interessieren, wie da dein Eindruck ist, ob der ähnlich ist oder ganz anders. Für mich war es ein sehr großer Sprung von Deutschland, also ich habe in Karlsruhe studiert im Bachelor, nach Wien zu kommen. Und Wien ist eine sehr freie Universität meines Erachtens nach, also zumindest für die Schwerpunkte, die ich mir gesetzt habe. Und ich bin da recht schnell an einen Dozenten geraten, der erstens indische Philosophie sehr stark mit Dekonstruktivismus und Poststrukturalismus zusammenlehrt. Und das war für mich schon total wow. Aber der macht auch sehr viel zu Artistic Research zum Beispiel, also diese Verbindung von Kunst und Wissenschaft, also allgemein sehr viel zu Methodenverwebung. Also wie kann ich noch ausdrücken, Wahrheit sprechen, diese ganzen Dinge. Also da merke ich jetzt erst im Nachhinein, wie in Anführungszeichen konservativ mein Bachelorstudium eigentlich war. Ja, ja. Ah, toll, das hört sich super an, ja. Ja, aber es ist überhaupt nicht normal, glaube ich. Also, nee, also kann ich auch aus Frankfurt. Hatte ich Glück, glaube ich. Ja, es kommt natürlich auf die Interessensschwerpunkte an, aber tatsächlich habe ich viele Kommilitonen, die auch meditieren und sich für östliche Philosophie interessieren, aber wir alle betreiben das so ein bisschen getrennt von unserem, ja, analytische Philosophiestudium, wo wir irgendwie mehr analytische Philosophie des Geistes und so weiter machen, wo man dann auch so ein bisschen kritisch beäugt wird, sobald man dann so Wörter wie Meditation und so in den Mund nimmt. Wobei ich das Gefühl habe, es ändert sich auch in Frankfurt so ein bisschen, aber ja. Welche Schwerpunkten hattest du bei der Philosophie? Also wo hast du wirklich, wirklich sehr dein Wert gelegt bei den philosophischen Themen, was auch in Verbindung zum Geist sind? Wirklich Verbindung zum Geist. Ich habe mich am Anfang immer sehr viel mit Ethik auseinandergesetzt und war dann sehr im Bereich Tierethik und Umweltethik eigentlich zugange und habe dann einen recht großen Sprung gemacht, tatsächlich eigentlich durch diesen Dozenten inspiriert, zu Dekonstruktion, Deleuze, Nossi, Derrida und diesen ganzen ja, modernen französischen Philosophen. Und ja, bin da eigentlich hängen geblieben, mehr oder weniger bei dieser doch recht lebendig fluiden Vorstellung von Identität und auch von Selbst. Und das war eigentlich total spannend, weil ich zwischen meinem Bachelor- und Masterstudium habe ich ein Praktikum gemacht und auch normal gearbeitet am Institut für Technikfolgenabschätzung in Karlsruhe. Und da bin ich eigentlich auf diese ganzen Transhumanismus- und Human-Enhancement-Dinge gekommen. Allerdings war da der Diskurs, also das ist ja eigentlich ja, fast 10 Jahre her, da war der Diskurs tatsächlich noch sehr von diesem Dualismus geprägt und ist es auch nach wie vor. Und da fand ich das total spannend, meine Erkenntnisse aus, wie läuft der aktuelle Diskurs, der ja tatsächlich auch fürs Parlament und solche Dinge sehr wichtig ist, und wie funktioniert eigentlich zeitgenössische Philosophie? Und das war für mich immer ein echt spannendes Ding eigentlich, wo ich dachte, wow, ich habe eigentlich jetzt sehr viel mit angewandter Philosophie im Sinne von wirklich in der aktiven Forschung dabei sein gearbeitet. Und jetzt kommt jemand mit so einem völlig anderen Imprint mit, wow, poststrukturale Beziehungen. Ja, das war mein Schwerpunkt eigentlich, zu versuchen zu schauen, wie kann ich Poststrukturalismus und Dekonstruktion in Anwendung bringen. Also wie kann ich das vielleicht in Verbindung mit Ethik zusammenbringen? Weil eigentlich der Punkt von Poststrukturalismus ist ja die Bewegung und nicht dieses ewige dualistische Ja, Nein, richtig, falsch. Und da, ja, das fasziniert mich immer noch. Ja, zur Frage Identität und auch fluide Identität hast du ja, glaube ich, auch deine Masterarbeit irgendwie so Identität im auch ja, medizinisch-technischen Kontext geschrieben, soweit ich das gelesen habe. Das fand ich auch sehr interessant. Was war da so deine Überlegung? Also was ist da
spezifisch in diesem Kontext interessant, im Hinblick auf diese Frage Identität, auch im Hinblick auf Körper-Geist-Zusammenhang wahrscheinlich, oder? Also. Das waren drei Teile, die ich da eigentlich zusammengenommen habe. Einmal eben dieser Diskurs mit Human Enhancement, also technische Veränderung des Menschen. Das kann bei einem weiten Begriff beginnen, bei Prothetik zum Beispiel oder auch sogar schon ein Rollstuhl oder eine Brille, wenn man den ganz großen Begriff nimmt, und endet bei Chips und Mind Uploading sozusagen. Also gibt's die ganze Bandbreite. Diesen Diskurs habe ich versucht zusammenzunehmen mit der Entwicklung von der Phänomenologie von, also ich habe grob angefangen, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, und bin dann eigentlich, weil zum Beispiel Jean-Luc Nancy, der Autor, über den ich hauptsächlich geschrieben habe, ist sehr viel von Heidegger und auch von Merleau-Ponty beeinflusst, ist aber eher dekonstruktivistisch oder poststruktural. Und da fand ich dieses Ding von, ja, die Phänomenologie sagt ja trotzdem, dass der Körper ein Medium ist. Also da gibt es immer noch dieses, es gibt innen so eine Art Kern, so einen Wesenskern, und der drückt sich durch den Körper nach außen aus. Und eigentlich das, was Nancy oder ja, viele andere in diesem Poststrukturalismus-Kontext sagen, ist ja, alles ist gleichzeitig Ausschreibung und Einschreibung. Also das ist nicht nur um dieses, ja, wie drücke ich etwas von innen aus, was sozusagen Wahrheit hat oder richtig oder falsch sein kann, im Gegensatz zu alles ist Beziehung und fließt. Ja. Und da war so ein bisschen meine Frage, naja, wenn alles Beziehung ist und fließt, kann ich dann sagen, es ist egal, ob ich den Körper technisch modifiziere? Oder ist es eben nicht egal? Ja, spannend. Und deine Antwort? Das, ja, genau, wollte ich auch fragen. In einem Satz, bitte. In einem Satz, ganz einfach. Deine Meinung dazu würde mich wirklich sehr viel interessieren. Also was, du hast bestimmt dich auch voll viel eingelesen in dem Thema. Und was hast du für dich wirklich rausgeholt und was denkst du, ist es für die Menschen relevant und wird relevant? Was sollen die wissen darüber? Naja, sag mal so, ich muss auf zwei Ebenen antworten. Das eine ist die akademisch-philosophische Antwort, die man geben darf in einer Masterarbeit. Und die andere wäre eine, die ich als Mensch, der mit Menschen arbeitet, geben darf, kann und soll. rein von einer logisch-argumentativen Ebene gab es keine Antwort im Sinne von, es ist falsch, weil es ja in dem Sinne keine wirkliche Ethik gibt. Also ist jetzt dasselbe wie bei Foucault, wenn ich diesen Machtbegriff hernehme und sage, ja, okay, der Diskurs formt die Gesellschaft oder das Sein, dann natürlich muss ich in dem Kontext sagen, naja, wir leben in einer technologisierten Welt und natürlich formt Technik uns und wir formen Technik. Also da kann man nicht mehr eben im klassisch dualistischen Denken hergehen und sagen, ja, die Technik ist da draußen und die ist böse und wir sind die Menschen, wir sind die Natur, wir sind gut. Also der Move funktioniert eigentlich nicht. Von daher war das Einzige, was ich eben sagen konnte, war, man muss ins Spüren kommen. Also meines Erachtens nach funktioniert es nicht, diese Abgrenzungen und Kategorisierungen machen zu wollen, weil Lebendigkeit einfach nicht kategorial funktioniert, ist natürlich für den deutschen Idealisten schrecklich. Das ist mir klar. Aber ja, also auch in Verbindung mit Meditation und vor allem, damals habe ich sehr viel mit Atemarbeit auch gemacht, also erst Selbsterfahrung und dann auch unterrichtet. Und da musste ich schon sagen, für mich ist es sehr wohl ein Unterschied, ob ich in der Natur bin oder mit der Natur bin oder mich natürlich im Sinne von Training um meinen Körper kümmere oder ob ich Hausnummer von außen Enhancement-Dinge zu mir nehmen, zum Beispiel
weiß ich nicht, was man alles machen könnte. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ich mir einen neuen Arm, der auftrainiert ist, anschrauben würde oder ob ich meinen Körper ganzheitlich stärke und trainiere. Du hast irgendwie Ethik angesprochen. Meinst du, das habe ich nicht verstanden, ob es keine Ethik gibt in der Welt, wo Maschine und Mensch interagieren, in dem Sinne? Oder? Doch, doch. Ethik muss ja alles umgreifen, so ist es nicht. Die Ethik hat sich auf die poststrukturale Ansicht bezogen. Also ein klassischer Ethikbegriff sagt dir immer noch, es gibt zum Beispiel eine Wahrheit oder eine, zum Beispiel das Wesen des Menschen ist folgendermaßen. Und wenn etwas von dem Wesen des Menschen, wie es da eben definiert worden ist, abrückt, dann ist es ethisch falsch, sozusagen. Und wenn ich jetzt aber nicht mehr sagen kann, es gibt einen festgelegten Begriff und eine festgelegte Vorstellung von der Natur des Menschen, dann fällt natürlich die Argumentation weg. Okay, verstehe. Ich hatte eine Frage, ganz sorry, ich muss es aber wieder zurück auf die Identität kommen. Wie hast du denn Identität und Selbst definiert? Oh ja, das interessiert mich auch. ich habe eigentlich mit Deleuze für mich gearbeitet. Nossi ist da ähnlich eigentlich. Da gibt es das Buch Was ist Philosophie? Hat mich da sehr beeinflusst von Deleuze. Und zwar geht es da darum, dass er sagt, die Wissenschaft von Philosophie ist die Definition von Begriffen oder das Erschaffen von Begriffen. Und er hat ein ganz, ganz schönes bildliches Beispiel, so dass, wie war das? Wenn ein Papier nicht klar mit einer Schere abgeschnitten worden ist, sondern einfach abgerissen, dann sind so ganz kleine, feine Ausformungen und Verzackungen an den Rändern. Das heißt, das Papier oder die Form des Papiers, so wie wir es jetzt abgerissen haben, bleibt lebendig und bleibt, ist nicht glatt. Und so hatte ich das für mich übersetzt mit Identität. Also klar gibt es für mich, also für mich, da spreche ich jetzt wirklich nur für mich und nicht für Deleuze, gibt es schon einen... es ist nicht beliebig, es ist nicht völlig egal, aber wir leben und wir verändern uns und wir verwandeln uns. Also ich für meinen Teil glaube nicht an einen Identitätsbegriff, der von Geburt an gelegt worden ist und beim Tod nach wie vor genauso sich nicht verändert hat. Ich glaube, du sagst immer für mich, weil das es eben sehr viele Meinungen dazu gibt oder sehr viele Definitionen, wo man eben nicht sagen kann, okay, das ist falsch oder das ist richtig. Mhm. Genau, deswegen denke ich, dass deswegen sagst du es ja immer für mich und ich glaube, das ist deine Meinung, ist ja auch sehr spannend. Ist es Human Enhancement mit Selbstoptimierung verbunden? Aber ja. Eher negativ oder also? Viele Menschen betrachten ja Selbstoptimierung als etwas, was man besser für den Kapitalismus zum Beispiel, mehr Geld zu verdienen, mehr Leistung zu bringen, mehr Arbeit und mehr Geld zu verdienen. Hat das damit was zu tun oder ist es was komplett anders? Oder ist es alles fluides? ich glaube, da gibt es verschiedene Diskurse und verschiedene Begriffe, soweit ich das übersehen habe mit dieser Selbstoptimierung im Sinne von, wo ja zum Beispiel auch Resilienztraining, wenn wir jetzt mal wieder auf unsere Mindfulness- und Meditation-Dinge auch kommen, wo das ja auch eindeutig immer wieder erklärt wird, dass man sich jetzt selbst enhanced, verbessert, weiterentwickelt durch Meditation. Wenn man es in dem Kontext sieht, dann ist es für mich ein anderer Begriff, weil diese Form von Selbstoptimierung durch Training was anderes ist als Human Enhancement in Verbindung mit Technisierung. Also wenn ich mir selbst einen Arm entferne und den durch einen neuen ersetze, dann ist das eine andere Form von Optimierung, als wenn ich sage, ich gehe trainieren. Und da unterscheiden sich so ein bisschen diese
nennen wir es mal Natural Enhancement und Techno Enhancement Begriffe. Also die überschneiden sich teilweise natürlich schon, aber eigentlich sind es zwei Diskurse, in, ja, würde ich sagen. Würdest du sagen, beim Enhancement durch Technik im weitesten Sinne, dass da auch so die Gefahr einer Entfremdung des Menschen mit sich selber entsteht, jetzt gegenüber vielleicht so der, ja, dieser anderen Form des Enhancements, wo man dann trainiert, zum Beispiel jetzt in deinem Bild, oder wie würdest du das sehen? Diese Entfremdung, ja, also da, was für mich am meisten Sinn gemacht hat, war es so zu sehen, dass unser Körper als eine Einheit eine bestimmte Geschichte hat. Also wir kommen auf die Welt, man erlebt was, man wird von seiner Umwelt geprägt, was auch immer. Und dieser Körper erfährt aber diese Veränderungen und dieses Leben immer als Einheit. Und wenn ich jetzt ein anderes Artefakt oder ein anderes Ding in meinen Körper hineingebe oder dazugebe, dann hat dieses Ding eine andere Historizität. Also es ist nicht mit meinem Körper mitgewachsen. Und daher, und soweit ich weiß, gibt es da ja natürlich auch Studien dazu, dass sehr viele Menschen zum Beispiel die Prothetik, die sie sogar medizinisch in Anspruch nehmen dürften, nicht haben möchten, weil sie sagen, ich fühle mich aber vollständig so, wie ich bin. Ich möchte dieses additionale Ding nicht haben. Also ich glaube, es ist sehr individuell, kann man so nicht sagen, aber das wäre für mich der philosophische Zugang dazu. Was, wenn wir auch wieder auf, was die Maria gesagt hat mit Entfremdung, ich würde wieder, glaube ich, auf den Selbst, mit sich selbst kennenzulernen, und eben das ist den Aspekt von Meditation, wie bist du darauf gekommen und was hat dir gebracht, sodass du das auch noch so viel gemacht hast, dass du selber auch jetzt an anderen Menschen weitergibst? Was hat zu dir additiert, in dir nochmal hinzugefügt als eine neue Eigenschaft? Meine eigene Meditationspraxis, meinst du? Genau. Das hattest du vorher auch angesprochen, Maria, dass man sehr viel in der akademischen Philosophie erstmal einfach didaktisch lernt. Und ja, das ist die europäische Kultur- und Ideengeschichte, das ist die Philosophiegeschichte, das funktioniert so gut. Ob man das jetzt selber so wahrnimmt und so spürt, ist sekundär, meines Erachtens nach, in der akademischen Ausbildung. Ich habe allerdings nie aus akademischen Ehrgeizgründen angefangen, Philosophie zu studieren. Ich auch nicht. Von daher war für mich dieser Punkt von erfahrenem Wissen immer absolut wichtig. Und ich habe das aber selber sehr lang gar nicht ordnen können oder gespürt, weil ich immer bei Podiumsdiskussionen oder auch Diskussionen in der Uni immer wieder das Gefühl hatte, es sind ja argumentative Diskussionen, die wir hier führen und nicht persönliche, wenn man es so nennen kann. Und für mich war das eine totale Befreiung und auch ein totales Novum, dass ich zum Beispiel jetzt mit Meditation oder auch mit Coaching oder wie ich auch jetzt praktische Philosophie betreibe, mit Erfahrungswissen arbeiten kann und auch Menschen durch ihre Erfahrung in ihre Wahrheit bringen kann. Es ist ein völlig anderes Ding, ob ich sagen kann, ja, für mich fühlt es sich so an und es fühlt sich stimmig an, oder ja, das Buch hat gesagt, es soll so sein. Ja. Und ja, das hat es dazu gebracht bei mir. Finde ich super interessant, weil ich ganz ähnliche, also ich fühle mich so verstanden, wenn ich dir dazu höre, weil ja, du siehst diese Situation irgendwie in ja, irgendwelchen Konferenzen oder Podiumsdiskussionen zu sitzen, und ja, es ist ja schon so, dass so bei der westlichen Philosophie so ein starker Fokus auf dem Argumentieren liegt, eben der Logik und dem Erkenntnisgewinn, den man dadurch irgendwie gewinnen kann. Und ich bin auch jemand, ich mag das unheimlich gerne. Ich glaube, man muss auch irgendwie ein gewisses Faible dafür haben, um überhaupt anzufangen oder
ja, Philosophie eben betreiben zu können. Zumindest, ja, genau, also zumindest ein bisschen. Aber ich habe auch immer so das Gefühl gehabt, das ist einfach ein sehr enges Verständnis davon, wie man überhaupt Erkenntnis gewinnen kann und was Erkenntnis da eigentlich auch überhaupt ist. Und ich habe immer ganz stark so das Gefühl gehabt, da wird so viel eben irgendwie auch vernachlässigt und was irgendwie auch schade ist. Und bei mir war es mit der Meditation ganz ähnlich, dass das für mich auch eine ganz andere Art, fast auch Philosophie ist, zu meditieren, weil ich auch eine Art Erforschung betreibe, aber in meiner eigenen Erfahrung. Und das hat sich einfach sehr gut ergänzt. Insofern, ja, finde ich sehr interessant, was du da sagst, weil man oft so das Gefühl hat, wenn man dann zurückgeht in den akademischen Kontext, also mir geht das so, ja, dass irgendwie dem wenig Raum eingeräumt wird. Ja, aber vielleicht ist das so, in Wien habe ich das Gefühl, ist vielleicht ein bisschen anders, ist vielleicht auch so ein bisschen abhängig davon, in welchem Kontext man da ist. Aber das ist so ein bisschen mein Eindruck manchmal. Interessant. Ich irgendwo, ja, sorry. Entschuldigung. Nee, ich wollte nur in Verbindung zu was ihr beide gesagt habt, irgendwo in einem Buch gelesen, aber ich erinnere mich nicht mehr. Sehr gut erklärt. Es ging um Religion, weil ich irgendwas über Religion wissen wollte und die praktische Übungen, weil jede Religion hat ja Ritualen und praktische Übungen und so weiter, so wie zum Beispiel im Buddhismus hat auch ein Teil der Meditation zum Beispiel und dass es eben gesagt wurde, dass die Religion die praktizierende Philosophie ist, also praktisch Philosophie, die in Praxis, also die man praktiziert. Ich fand das sehr spannend, weil irgendwie jetzt hat sich das in meinem Kopf eingeordnet, dass es das voll Sinn gemacht hat eigentlich. Sorry, weil du kannst gerne weitersprechen, habe ich, glaube ich, unterbrochen. Es passt genau dazu. Super. ja, ich habe mir eben dieselben Fragen gestellt, warum ist das bei uns eigentlich so, wenn es doch im Buddhismus zum Beispiel gibt es diese Trennung nicht. Genau. Und auch eigentlich, ich dachte dann, naja, also wo ich öfter dann auf Meditationsretreats war, irgendwann mal kam mir dieses Bild, naja, bestimmt war das eigentlich mit Platon und Aristoteles genauso. Die sitzen da vorn und erzählen Philosophie und jeder hört denen zu. Da war ich so, naja, wie kann das denn gewesen sein? Und habe ein bisschen recherchiert und es gibt einen sehr tollen Autor, der Pierre Hadot, auch ein Franzose, und der hat ideengeschichtlich aufgerollt, wie die Trennung im Mittelalter passiert ist, dass in der westlichen Philosophie einmal die Philosophie abgeschnitten wurde von der Religion. Weil sie gesagt haben, naja, das sind zwei Dinge und seither gibt es bei uns diese methodische Trennung, dass eben jetzt Philosophen argumentieren und die ganze Religion und Kontemplationspraxis, die ist religiös konnotiert bei uns und nicht mehr zusammen. Aber eigentlich, also da bin ich ganz bei dir, Maria, und bei dir auch, Tonka, diese Kontemplation ist maximal philosophisch und auch meditativ. Ja, interessant, wie das ideengeschichtlich so entstanden ist. Ja, ich kenne mich da nicht so aus, aber das ist so im Mittelalter dann eben stattgefunden hat, kann ich mir gut vorstellen, eben dann auch so durch die christliche Religion wahrscheinlich und so den, ja, dass irgendwie da so eine Trennung stattgefunden hat. Aber würdest du sagen, also oder glaubst du, dass sich das wieder verändert, dass das irgendwie wieder zusammenkommt in nächster Zeit, oder? In anderer Weise, also ich glaube nicht, ja, dass es nochmal einen, ja, Rückfall aufs Christentum in Anführungszeichen gibt, so, also Rückfall ist bös gesagt, aber ich glaube jetzt nicht, dass, ja, eigentlich eh total spannend, dass es für die meisten kein Problem ist, mit einer Mala Mantra-Japa zu machen, aber wenn jemand einen Rosenkranz betet, das ist komisch. Also eigentlich ja total die gleiche Technik. Ja. Ich glaube trotzdem nicht, dass sich das nochmal durchsetzen wird im westlichen Raum. Was ich schon glaube und was man ja jetzt natürlich auch merkt, dadurch, dass Achtsamkeit und Meditation jetzt immer mehr auf dem Vormarsch ist, dass Menschen sich doch nach einer Form von, ja, nennen wir es Transzendenz oder gefühlte Wahrheit sehnen. Also ich glaube nicht, dass der Wunsch von uns nochmal da sein wird, ich brauche einen Gott, der mir diese Transzendenz oder diese innere Wahrheit gibt, aber dass wir selbst
unsere Wahrheit und unsere eigene, man kann es Göttlichkeit nennen, sehen und erkennen und damit arbeiten. Das ist wahrscheinlich auch diese Arbeit, was man mit dem Geist voll viel leistet, dann auch wiederum. Also ich finde, ich fand das, was du gesagt hast, was ihr beide gesagt habt, diesen Trennung zwischen der Philosophie und die Praxis, dass das sich getrennt hat, finde ich, falls du das Buch, habe ich versucht, mir das zu notieren. Ich auch. Ich schicke es euch. Später nochmal genau sagen. Genau, weil fand ich sehr interessant. Was hat die aber selber gebracht? Was hast du denn erfahren? Also was hast du erfahren, wirklich, als eine praktizierende Person, also meditierende Person? Was ich erfahren habe? für mich war Meditation eigentlich tatsächlich sehr körperlich. Also ich spüre meinen Geist eigentlich nicht mehr getrennt von meinem Körper, muss ich sagen. Und ich habe natürlich sehr viele verschiedene Methoden auch ausprobiert. Also ich glaube, das muss man, wenn man Philosoph ist. Dass man sich da die verschiedenen Zugänge anschaut und auch die... ich finde es halt zum Beispiel total spannend, eigentlich Sufi-Tänze. Ist genauso eine Form von Meditation, aber ist ja noch mehr bewegt und ganz anders von der Grundenergie, wie jetzt zum Beispiel hawaiianische Spiritualität oder eben Buddhismus. Und selbst da ist es ein völliger Unterschied, ob ich im tibetischen Buddhismus praktiziere oder im Zen. Und ja, also was es für mich gemacht hat, war die Integrität. Also ich fühle mich mittlerweile, ja, ich fühle mich als Körper, als lebendiges Wesen anwesend. Und da hatte ich früher ganz oft eben philosophisch geprägt, sozialwissenschaftlich denkend, hatte ich sehr viel mehr die rationale Überlegung, es sollte mir jetzt gut gehen, weil folgende Dinge sind da. Und also nicht so sehr darauf bedacht, okay, speziell mir, wie geht's jetzt mir? Und da die, was ja auch im Buddhismus eine wirklich große Thematik ist, also diese Verantwortung wirklich zu übernehmen und zu sagen, ich bin jetzt hier und ich übernehme die Verantwortung, was ist. Und da habe ich schon das Gefühl, da wird unglaublich viel debattiert, geschrieben, sonstige Dinge, aber was das gefühlt tatsächlich heißt, steht auf einem ganz anderen Papier als in einem Peer-Reviewed Journal. Ja, das ist interessant, so dieses, ich weiß auch nicht, ob das so die Philosophinnenkrankheit ist, oder, aber ich habe das auch so lange genauso gemacht, ich musste lachen gerade, als du es gesagt hast, dieses, ich bin noch gesund, mir ist warm, ich habe zu essen und weiß nicht, meine Familie ist gerade da, warum geht es mir nicht gut? So, mir geht es jetzt gut, mir muss es gut gehen, so als wäre das so eine rationale Definition, die man einfach vornehmen könnte. Und ja, das ist bei mir auch so durch die Meditation eigentlich erst kam, dass ich so mich selber von meinem Körper von innen erfahren habe. Und das fand ich auch interessant, das hatte ich, glaube ich, bei dir auch irgendwo gelesen, so eben dieser Embodiment-Gedanke, dass man vielleicht auch als Frau stärker, ich weiß es nicht, also würde mich auch interessieren, was ihr dazu denkt, aber dass man auch lernt, eher so eine von außen betrachtende Haltung zum eigenen Körper einzunehmen und nicht so sehr eine Haltung, die fragt, wie fühlt er sich denn von innen an? Wie fühle ich mich von innen? Also ich habe das sogar am Anfang in der Meditation gemerkt, wenn ich einen Bodyscan gemacht habe, habe ich mir von meinem inneren Körper die Körperstellen vorgestellt und nicht so sehr reingefühlt, wie sie sich von innen anfühlen. Und ja, das hat mich so daran erinnert, als ich das bei dir gelesen habe. Aber würde mich interessieren, ob ihr so Erfahrungen auch gemacht habt und ja, was ihr darüber denkt. Mhm. Tonka, willst du beginnen oder? Okay. Du kannst gerne. Also ich muss sagen, dass ich da recht ja, gendermäßig mittlerweile denke und auch arbeite. Also ich habe nicht so sehr das Gefühl, dass es tatsächlich für Frauen eigentlich wirklich anders ist als für Männer, was sehr wohl ein Unterschied ist, ob ich im Moment, in dem ich praktiziere, eher in einer männlichen oder in einer weiblich konnotierten, also male and female würde ich es jetzt eher nennen, Energiequalität bin.
Und da ist es natürlich schon so, dass dieses, nennen wir es vielleicht intuitives Erfassen, dass das manchen Leuten sehr viel leichter fällt als über zum Beispiel, ich sitze jetzt aufrecht und das ist die Form und danach schaue ich, was passiert. Also es ist einfach ein anderer Zugang und ich habe beide ausprobiert und ich muss sagen, ich wechsle sie einfach ab. Also ich habe für mich keine 100% Präferenz gefunden. Das merkt man aber, glaube ich, auch erst, wenn man ein paar Jahre schon praktiziert. Also ich habe durchaus die ersten Jahre sehr in diesem yogischen, okay, wir sitzen aufrecht, die Wirbelsäule ist wichtig, nicht bewegen, verbracht. Und dadurch, dass ich auch einen Hintergrund in Performance und Tanz ein bisschen habe, bin ich irgendwann mal auch einfach übers Tanzen hineingegangen und war dann überrascht, wie viel mehr ich eigentlich in der Bewegung auch in die Verbindung kann, wenn ich sie freilasse und gar nicht so sehr in die, wie du auch gesagt hast, so sieht's aus und das mache ich jetzt. Ich Ja. bin mit. Ja, spannend. Oh, sorry. Ich bin mit. Bist du fertig oder? Ja. Okay, sorry. Manchmal kommt es bei mir verzögert an und ich bin mir nicht sehr sicher, wann fertig ist. Aber falls ich jemand unterbrochen habe, bitte Bescheid sagen. Maria, was du gesagt hast, ich bin mir nicht sehr sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. War ziemlich abstrakt. Wahrscheinlich irgendwas, was Philosophen unter sich fragen. Aber ich würde versuchen zu beantworten nach meiner Erfahrung. Und zwar auch von der Beobachtung her, dass es gibt keinen One Size Fits All. Und dass es Menschen gibt, die im Kopf, also ich würde sagen, deren Geist viel freier funktioniert und die brauchen eben jegliche Arten von Training wie Disziplin, also zum Beispiel zu sitzen und genau deren Zeit zu haben und genau deren Platz zu haben und so weiter. Und es gibt viel andere Menschen, die wirklich innerlich sehr diszipliniert sind, sehr verkopft sind und die brauchen dann diesen äußerlichen Umständen, wo deren eben diese Freiheit noch dazu bringt, um eben das Ganze auszugleichen. Das glaube ich auch, weil es gibt ja auch Meditationstechniken oder wie du sagst, auch verschiedene Traditionen, wo die eben sehr diszipliniert oder beim Yoga, es gibt auch sogar Richtungen, wo man sehr diszipliniert sitzt und macht, um eben den Geist zu disziplinieren, weil manche Menschen viel zu freien Geist haben und dann wollen die ja euch mal wirklich. So ein bisschen unter Kont nicht Kontrolle ist auch was Schlechtes, aber ja, also denn besser damit umzugehen und manche können das schon und wollen diesen Freiheit wieder erfahren und eben diesen freilichen Umstände. Genau. Und das, was du eben erzählt hast, das bei dir voll gut funktioniert hat mit dem Tanzen, weil es so frei war. Du hast das wahrscheinlich auch gebraucht für Ja, dich. also je nach Lebenslage, denke ich, sind es verschiedene Dinge. Also wenn ich, ja, zum Beispiel auch wie die emotionale Grundverfassung ist. Also für viele Menschen ist es zum Beispiel so, dass sie sich sicherer fühlen, auch was anderes auszuprobieren, wenn sie schon bemerkt haben, okay, auch meine Disziplin und meine Strenge ist eingeladen und ist gefragt, dass man dann sagen kann, ja, okay, du bist safe. Du hast schon was. Vielleicht magst du jetzt mal probieren, ein bisschen freier zu sein. Da bin ich aber eigentlich auch eher durchs Coaching erst hingekommen, dass ich mit den Leuten finde, welche Sachen brauchen sie, damit sie sich sicher fühlen, damit sie aufmachen können oder was möchten sie ausprobieren oder einfach ganz, ja, denke ich schon, es gibt sehr viele verschiedene Typen und sehr viele verschiedene Lebenslagen. Also wenn jemand im Beruf den ganzen Tag Kontrolle und halten muss, naja, vielleicht ist dann auch wirklich Meditation im Liegen mal nicht das Schlechteste. Also würde ich jetzt jemanden, der sich ansonsten auch nicht sehr anstrengt, vielleicht nicht empfehlen. Also ja. Ja, ich glaube, individuell zu arbeiten macht es auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn, weil jeder hat andere. Also ich glaube, es gibt auch von Typen her, manche Menschen sind so und so, aber es gibt auch die Lebensumstände, die auch diesen Typen formen, die auch wiederum einen Einfluss darauf haben. Es ist sehr integriert, sehr lebendig, finde ich. Genau, ich musste nachdenken, wie du gesagt hast, mit
Ich habe ein paar Gedanken gehabt und wenn du gesagt hast, das Wort Wesen, anwesend, habe ich bemerkt, dass in der deutschen Sprache bei anwesend ist dann Kern irgendwie auch Wesen. Ah, voll spannend, ja. Also, weil ich dachte, wow, das war für mich voll eine Erkenntnis, als du diesen Wörter nebeneinander getan hast und dachte, wow, das hat auf jeden Fall mit so Präsenz, also so ein Präsenz auch zu tun und gleichzeitig aber auch ein Wesen. Das ist anscheinend mega so, super spannend. Und dann, ich musste nachdenken, als du gesagt hast, dass der Selbst und der Identität ist etwas, was sich die ganze Zeit ändert und auch integriert ist, musste ich auch an Bewusstsein denken. Das ist auch etwas, was sich die ganze Zeit ändert und wandelt, aber gleichzeitig ein Teil von uns ist. So. An sich hätte ich gerne eine kleine Frage, weil ich erstmal geflasht bin von der Erkenntnisse. Also Maria, wenn dich was interessiert. Ja, ich meine mit der Frage nach dem Bewusstsein oder eben in dem Zusammenhang auch selbst, ne, wenn wir von Selbstbewusstsein eben auch sprechen, würde mich auch nochmal interessieren, weil ich da selber eben auch gerade drüber arbeite, so das Verständnis von Selbst und Selbstbewusstsein in der westlichen Philosophie oder insgesamt im Westen, kann man ja auch sagen. Es haben ja nicht nur Philosophen eine Vorstellung oder ein Verständnis davon. Und dann zum Beispiel im Buddhismus oder in der östlichen Philosophie. Es erscheint ja auf den ersten Blick oft sehr, sehr verschieden. Aber wenn man so ein bisschen näher hinschaut, finde ich, findet man dann auch Verbindungspunkte. Also zum Beispiel in der antiken Philosophie, aber auch so in der Phänomenologie und eben im Vergleich zu bestimmten östlichen Vorstellungen. Aber das ist so eine ganz offene Frage, aber würde mich einfach interessieren, ja, was du da für Gedanken oder Erkenntnisse auch zu hast oder ja. Tonka, ich würde noch einmal nur kurz auf deine kurz eingehen und dann Maria, die im Yogischen, also in der Yoga-Tradition gibt es ja dieses Neti-Neti. Also es ist nicht dies, es ist nicht das. Und genauso finde ich, ist es mit diesem Identitäts- oder Selbstbegriff. Also eigentlich, eben, es ist lebendig und es verändert sich ständig. Aber ja, es ist immer ein Teil von uns. Und also es gibt schon eine Beständigkeit, aber ich finde, das ist wieder so eine Sache, die kann man, oder ich kann es nicht. Ich habe es nicht für mich geschafft, das verbal-akademisch so auszudrücken, dass es irgendeinen Sinn macht. Ich finde, man muss das erfahren haben, dass man gleichzeitig zentriert und weit sein kann, dass man gleichzeitig lebendig und nicht völlig beliebig sein kann. Also dieses gelebte Verstehen von Gegensätzen, die wir alle sind. Ja, das ist es letztendlich, aber das ist total schwierig, sowas in einer Masterarbeit unterzubringen. Also, Maria, ich beglückwünsche dich zu deiner. Sie ist ja noch nicht geschrieben, nur die Frage ist gestellt. Ja, aber ich meine, ich finde das interessant. Ich stimme dir dazu. Also, ich finde auch, dass bestimmte Sachen sind so klar zu erfahren und so schwer in Begriffe zu verfassen, die dann auch mitteilen, was man eigentlich meint, an jemanden, der noch nicht vorher sowieso eh auch mit derselben Erfahrung da rangeht und eh schon weiß, ja, ich weiß so ungefähr, wo. Also zum Beispiel merke ich das mit meinem Bruder, der auch viel meditiert, da muss ich nur so bestimmte Teaser geben und er versteht einfach, wovon ich rede, aber das transportieren nicht die Begriffe, sondern letztlich ist das unsere ähnliche Erfahrung, die sich da irgendwie trifft. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Schwierigkeit, die ich auch sehe. Ja, ich denke, es gibt ja schon Annäherungspunkte, also gerade in der französischen Philosophie ist es sehr viel auch diese Verschränkung mit Psychoanalyse da und vor allem Frauen wie, ich kann ihren Namen nie aussprechen, Helene Xiu, glaube ich. Also ich kann auch nicht aussprechen. Mein Französisch, aber es, sie schreibt erstens sehr poetisch und für sie ist auch der Anspruch, dass du durchs Lesen und Text erleben in die Erfahrung dessen kommst, was sie ausdrückt. Und das, finde ich, ist so ein Ding, was auch in der poststrukturalen Philosophie ganz, ganz toll ist, dass sie diesen Erlebensfaktor ein bisschen mit reinnehmen in die Philosophie. Und die, also sie schreibt erstens aus der Sicht von dem Hintergrund Psychoanalyse, Psychotherapie, diese ganzen Dinge und aber Philosophie.
Und da kommt es für mich ein bisschen mehr zusammen, diese verschiedenen Selbstbegriffe, die ja mit Freud, Jung und dieser ganzen Tradition aufgemacht werden und die es natürlich auch in der Yoga und in der buddhistischen Philosophie gibt, aber also Riesenfeld, also da bin ich selber noch nicht da, wo ich sagen würde, ich habe sie verstanden. So ist es. Ja, genau. Aber das ist ja auch das Schöne an der Philosophie, finde ich so ein bisschen, dass es immer wieder rätselhaft ist. Man hat so viel gedacht und gelesen und man trifft auf das nächste Rätsel. Ich finde das irgendwie auch das Spannende daran. Ja, dass man das, ich finde es mittlerweile wie ein Spiel. Mhm. Dass man so diese Neugier und dieses, ich könnte es auch so rumdenken oder genau. Wow, wie fühlt sich so rum an? Also ganz, ganz toll. Also, aber diesen Zugang habe ich mir zur Philosophie auch wirklich durch die Meditation und durch die Coaching und Workshops selbst aneignen müssen. Also das sind wir wieder am Anfang, also in der akademischen Philosophie wird das so nicht vermittelt. Nee. Und das Problem ist, finde ich auch, dass man ja immer unter dem Ergebnisdruck steht. Man muss immer in dieser Maschine was produzieren, ein Ergebnis abliefern, was dann bewertet wird. Und ich finde, dass das, klar, das macht irgendwo schon Sinn, aber auf der anderen Seite, bei mir ist es jedenfalls so, dass es oft auch so diese Neugier so ein bisschen dann dämpfen kann und einfach so, ja, dieses, was ich eigentlich toll finde, dass ich wieder so denke, eigentlich verstehe ich nichts. Also jetzt, man hat einen neuen Gedanken und plötzlich alles, was man vorher gedacht hat, wie du sagst, sieht plötzlich ganz anders aus. Und das ist eigentlich so das Tolle, aber wenn man so ergebnisorientiert arbeiten muss, steht es sich manchmal so ein bisschen entgegen, finde ich. Also. Ja, also philosophieren und Philosophie ist nicht immer dasselbe. Nee, das stimmt. Ich fand es super wichtig zumindest, was du auch am Ende gesagt hast, ist diese Erfahrung zu machen. Also weil ich glaube, es ist was anderes, wenn man versucht, was zu verstehen. Also es ist einfach wie in den Gehirn einfach reinzudrücken, aber das geht ohne, gar nicht ohne diesen auch Erfahrungen, die von Senses, so von die Sinne, ja. Sinnenerfahrung, egal wie, weil ich glaube, dann passiert diese Integrität, die man eben dann wirklich, wirklich erfassen kann. Und ich glaube, für den Körper, für den Geist und für den Gehirn, spielen auch alle zusammen eine Rolle und dann ist halt dieses Verständnis, den man wirklich eine tiefere hat. Und ich frage mich auch, ob wir vielleicht das, was man innerlich erfährt, weil man sehr oft sagt, okay, das kann ich nicht so wirklich weitergeben oder ich kann das nicht so richtig beschreiben, ob wir einfach nicht den Wortschatz wirklich haben, ob wir nicht so wirklich so weiterentwickelt sind, eben auch diese innerlichen Erfahrungen mitzuteilen, weil ich glaube, das ist eben nicht viel in der Welt passiert. Also wir haben wirklich unser Körper trainiert, super viel und alles, was Beauty, so OPs und so weiter, wirklich sind sehr weit, aber was ist so innerlich passiert, da haben wir noch nicht den Wortschatz und ich glaube nicht genug Erfahrung, um eben das so weiterzubringen, wie wir das wirklich erfahren. Das finde ich interessant, weil es gibt so den Philosophen Thomas Nagel, der sowas ganz Ähnliches sagt in einem, der hat so einen ganz berühmten Text geschrieben, der heißt Wie es ist, eine Fledermaus zu sein, also What it is like to be a bat. Und er sagt halt am Ende, wir brauchen ein ganz anderes Vokabular, um so ja unsere phänomenologischen Zustände, also eben ja unser phänomenales Bewusstsein, das ist eigentlich genau das, was du beschreibst, so diese innerlichen Zustände, wie es ist, wir selber zu sein, mitzuteilen und dass wir das noch gar nicht haben und erstmal entwickeln können. Also im Prinzip ein sehr philosophischer Gedanke, Tonka. Wer weiß, ich hatte von Psychologen dann ein Talent in der Philosophie. Na, das hat mich einfach zum Anregen gebracht durch euren eigenen Erfahrungen. Dann habe ich auch gedacht, das wollte ich einfach zusammenfassen. Einfach das, was die Vera am Anfang gesagt hat mit der Integrität und dann durch ihre ganzen Erzählungen, die sie immer wieder erfahren hat, gelernt, gehört, Erkenntnis und dann aber erfahren und dann hat es irgendwie einen Klick gemacht am Ende mit der Integrität von all das. Genau, also du machst auch Coaching, du bist selbstständig auch zurzeit, gibst auch Workshops, habe ich gehört. Würdest du ganz auch gerne darüber was erfahren? Wie sieht es denn Coaching aus bei dir? auch sehr körperzentriert, würde ich sagen. Und
es schließt auch genau an das an, was du gesagt hast. Also für mich ist der Begriff Embodiment oder Körperzentrierung sehr, sehr wichtig. Und dieses auch total schön, dass du das mit dem mit den Sinnen angesprochen hast, weil eigentlich, was für mich auch im Coaching extrem wichtig ist, sind Sinne und Sinnlichkeit. Also eigentlich, wir haben Sinnlichkeit oft mit dieser Sexualität konnotiert, aber eigentlich Sinnlichkeit heißt nur, ich erfahre mich mit allen Sinnen. Und da, ja, wir haben oft keine Antwort oder keinen Plan oder keine Ziele durch Überlegung, aber unser Körper oder ein anderes Sinn weiß es sehr wohl. Und da finde ich es total spannend, Menschen ins Spüren und ins sinnliche Ausprobieren zu bringen und dann einfach, wie wir auch vorher gesagt hatten, mit Assoziationsketten, mit Kontemplation zu arbeiten und zu sehen, okay, vielleicht habe ich argumentativ, rational keine Idee, aber wenn ich die Augen zumache, dann sehe ich eine Straße und eine gelbe Kugel. Und dann einfach mal zu schauen, naja, was hatten die noch so für Attribute? Und es ist für viele Menschen am Anfang ein bisschen ungewohnt, so zu arbeiten, weil man einfach sehr, es macht keinen Sinn für unsere rationale Überlegung, aber es ist bombastisch, was dabei rauskommt. Also es ist ganz integer, immer. Und das finde ich wundervoll, dass man einfach wirklich mit dem Körper, mit dem Fühlen auch gleichzeitig das Vertrauen darin stärkt, mein Fühlen ist nicht dem hinderlich, dass ich effizient bin, dass ich richtig bin oder dass ich was voranbringe, weil wir ja ganz oft, auch vor allem in dieser Coaching und was wir vorher auch hatten, Selbstoptimierungswelt, dieses Ding hatten, ja, es muss was weitergehen. das Ziel und das Business und so. Aber, und das Fühlen, das soll weg, weil das stört. Wo wir wieder bei unserem Dualismus wären. Aber einfach zu sagen, nein, ich nehme dieses Fühlen als Guidance. Ich nehme mich selbst ernst mit meinem Fühlen und mit meiner Innenwelt und ich integriere in die Außenwelt. Und das ist ganz, also für mich der Ansatz, der am allermeisten Sinn macht von denen, die ich bisher kennengelernt habe. Ja, es klingt spannend. So einleuchtend für mich. Also auch so aus persönlicher Erfahrung. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dieses Coaching, was du machst, allein damit die Leute, also viele, glaube ich, haben auch so dieses Vertrauen in ihr Fühlen, das eigentlich da ist, verloren. Also ich kenne das jedenfalls von mir selber. Genau dieses, dass ich eigentlich irgendwie spüre, was jetzt richtig wäre für mich. Also wirklich nicht allgemein, sondern nur für mich. Aber dann versuche ich es rational einzuholen und wenn das nicht funktioniert, fällt es mir immer noch schwer, dem zu trauen. Und oft, zum Beispiel, ist mir jetzt, während du geredet hast, zum Beispiel eingefallen, ich musste mich oft aufgrund einer chronischen Erkrankung für oder gegen eine OP entscheiden. Es war oft ganz unsicher, also unklar, ob das richtig war. Zwei Ärzte sagen das eine, zwei das andere. Und fast immer hat meine Intuition sich am Ende als richtig erwiesen. Also ich habe einmal eine OP gegen meine Intuition gemacht und es war ein großer Fehler. Und danach habe ich halt immer, bin ich meiner Intuition gefolgt. Und irgendwie da ist zum Beispiel, wo einfach das Spüren wirklich sehr weise ist und manchmal mehr weiß auf eine andere Weise als so das rationale Nachdenken. Und ich glaube, wenn man das so zusammenführen kann, das ist so wertvoll. Also super spannend. Ja, auf jeden Fall. Wir würden auch deine Arbeit verlinken. Also dann kann man dich auf jeden Fall finden und auch deine Webseite. Also gibt es noch was du gerne loslassen würdest von deiner Seite? Nein, ich freue mich gerade unglaublich, mit einer Philosophin und einer Meditationslehrerin und Psychologin da gemeinsam gesprochen haben zu dürfen. Also ich glaube, wir haben sehr viele Facetten eigentlich aufgemacht und geteilt. Ich glaube. Und fällt euch noch was ein? Fragen? Also hättest du noch, was dich interessieren würde zum Ganz viel, aber das würde noch Stunden dauern. Insofern, ich glaube, ich freue mich auch einfach so über die Gelegenheit, mit euch zu sprechen. Ich fand das so inspirierend jetzt irgendwie. Ich bin jetzt so richtig inspiriert nach dem Gespräch. Insofern glaube ich, das ist ein schöner Schlusspunkt auch jetzt.
Ich würde sagen, wir machen einfach nochmal vielleicht so in einem Jahr ein Follow-up-Gespräch. Ja, super. Ja, interessant auch zu gucken, wie weit du mit dem Coaching bist, was du noch erfahren hast. Dann können wir auch nochmal über deine Arbeit dann in Details sprechen. Ich danke dir für deine Zeit und auch, was du alles uns geteilt hast. Ich hoffe, wir haben auch einige Zuhörer zum Nachdenken gebracht. Also ich war auch von manchen Sachen geflasht. Ich brauche die auch nochmal zu verarbeiten. Sehr interessant. Und wir wünschen dir einen schönen Tag. Und vielleicht auch bis demnächst, Vera. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Danke für deine Zeit. Schreib uns, was dir gefallen hat und welche Themen du noch gerne hören würdest. Vergiss nicht, uns eine Rezension zu schreiben, die Folge mit Freunden zu teilen und den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns darauf. Danke und bis zum nächsten Mal.